Ah, sind wir in Animal Crossing New Horizons? Wollen wir mal starten? Mal gucken, oh, was wir jetzt so machen. Rücken will wieder heute nicht. Dann kriege ich auch Rücken, das ist nicht so schön. Jo. Ja, wir gucken einfach mal, was wir so Schönes machen können hier. Und des Weiteren mal schauen. So, ich mache mal die Cam ein bisschen höher. Ich will wieder 22 sein. Nee, warte, dann müsste ich wieder in die Leere. Das ist nicht fast dasselbe. Hallo liebe Wohner, es ist Samstag, der 27. November. Heute haben wir den ersten Schnee. Dieses Jahr ist der Winter ist da. Ein weiterer verwunderlicher Samstag, bla bla bla. Alles klar. Dann hören wir uns heute auch vielleicht das Musikstückchen an. Ja, ich gucke einfach mal Kleinigkeiten, die man machen kann und ja, stimmt auch wieder. Ja. Was lädt der so lange? Der hört nicht auf. Hallo? Hä? Habe nur eine Sache gekriegt. Da hat er nochmal wegen Internet oder so geguckt. Kriegen Kuchen am Montag. Zeige ich dann auf Discord. Mach mal, mach mal. Und der Chessy schreit wieder rum. So, ich würde mal sagen, ich würde dann erstmal die Sachen wieder ablegen. Auf die andere Insel gehen und dann mal gucken, was man so Schönes machen kann. So. Nein! Jedes Mal. Nein. Das muss nur abgelegt werden. Da brauche ich noch eine Schaufel. Komm zurück. Eine Schaufel, die Äxte und brauche ich noch was? Irgendwie fehlt da was. Ja, eigentlich nicht. Muss nur überlegen, welchen Film ich heute gucke. Ich habe gestern Ready or Not geguckt und ich weiß nicht, der hat mir gar nicht gefallen. Also stellenweise schon, aber zum Großteil weiß ich nicht. Fand ich sehr komisch. Ach. So, dann wollen wir mal auf die andere Insel. Mal gucken, was wir heute für eine bekommen. Bin ja mal gespannt. Achso, und bevor wir das machen, ich bin auch gespannt, wie sieht das denn gerade hier aufs, bei der Blumenzucht aus? Noch eine Goldrose haben wir gekriegt. Zwei! Wir haben zwei bekommen. Und hier ist der eine Stein gespawnt und ich glaube, das sind wieder rote Rosen. Das wäre nicht so schön, weil wir brauchen ja pinke. Naja, was willst du machen? So, ei, ei. So. Boah, ich habe heute gar keinen Bock, den Fisch zu machen, ne? Also ich muss ja nicht viel machen. Ich muss ja eigentlich nur Kartoffeln raussuchen. Obwohl, ich muss die sauber machen. Die sind voller Erde. Die muss ich dann vor, die muss ich dann einfach nur kochen und das war... Ja, okay. Und mich dann hinsetzt, die pellen und... Ja. Pellkartoffeln halt, ne? Ah, die Rankeninsel. Ja, ist okay. Hatten wir ja nur letztes Mal schon. Okay. Sehe, glaube ich, fast gar keine Moos oder so. Irgendwie kommen wir auf diese Insel öfters drauf, gefühlt. Komisch. Ja, haben Golderz gekriegt, das ist cool.
So. Ja, und sonst? Oh, Wollhandkrabber. Ja, was könnte ich denn heute Schönes gucken? Wollte eigentlich gestern Corpse Bride gucken, aber irgendwie hatte ich dann doch keine Lust, während ich den Film angemacht habe. Und dann habe ich, und dann wollte ich, entweder Miss Doubtfire oder wie der Film heißt gucken oder einen anderen Film hier mit Robin Williams. Aber zum Schluss habe ich dann gesagt, ach komm, jetzt hast du den Film angefangen und ich weiß, ich habe den irgendwie zweimal abgebrochen, weil der wirklich komische Stellen drin hatte oder eklige Stellen. Obwohl nur einmal, genau, das andere Mal habe ich abgebrochen, weil ich da keine Lust mehr hatte. Dann habe ich den dann doch zu Ende geguckt. Und dann war irgendwie 3 Uhr und dann bin ich erst ins Bett gegangen. Ja, und jetzt bin ich hier. Immer noch. Seit fast 3 Stunden. Und ich weiß nicht, wie lange wir heute gestreamt haben. Die Zeit ist ja jetzt wieder... Obwohl, ich habe ja vorher schon über eine halbe Stunde gequasselt. Hier ist über ein Moos. Ich mag das hier alles nicht. Ich finde das total... Die Insel gefällt mir nicht, die ist so unstrukturiert. Ich weiß, ist halt... Ja, ist halt so bei Inseln, aber ich mag sowas nicht. Einen Weg laufen und das war's. Ja, meine Bestellung hier, die ich jetzt getätigt habe, die kommt leider erst am... ich glaube, Dienstag kommt die auch an. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Muss ich nochmal gucken. Aber ich freue mich richtig, endlich die Avatar-Serie im Schrank zu haben auf Blu-ray. Gucke ich mir direkt an. Schön. Boah, ich glaube, da nehme ich mir einen Tag frei früher. Und dann gucke ich den ganzen Tag die Serie. Das wäre echt geil. Auch wenn ich oft die erste Staffel skippe, aber diesmal nicht. Diesmal nicht. Wenn ich schon die Möglichkeit habe, alles schön in HD zu gucken. Auch nicht, wenn nicht in direkten HD, ist ja nur. Ist ja trotzdem SD-Qualität. Aber, naja. Und dann hoffe ich, dass von Korra auch noch so eine Box kommt. Also eine Pappbox gibt es. Ich habe die Pappbox nicht von Avatar, also von der ersten Serie. Und da finde ich das ein bisschen doof. Besonders, da sollen wohl auch Soundprobleme sein. Meine Bestellung kommt nie an, weil ich nichts bestelle. Oh nein! Ja, das ist dann wieder ein anderes Problem, würde ich sagen. Jetzt komm, dreh dich, kleiner Freund. Komm. Mach schon. Dann halt nicht. Ich warte immer noch auf mein Lotto-Gewinn, aber ich spiele nie Lotto. Früher dachte ich immer so, meine Oma hat richtig lange Lotto gespielt und meine Mutter auch zwischendurch. Und ich dachte immer, boah, Lotto ist schon so eine coole Sache. Und ich fand das immer so normal, dass man halt Lotto spielt und so. Und heute denke ich mir so, warum spielt man Lotto? Also alleine, wenn ich sehe, wie viel Geld die im Laufe ihres Lebens da reingebuttert haben.
Aber ohne Mist, ich frag mich echt, wie man so auf die Gedanken kommt. Ich mach das jetzt. Weil da muss ja auch der Wille sein, erstmal dafür was auszugeben, ne? Papa hat auch Lotto gespielt und der hat mich immer ankreuzen müssen. Dank mir sind wir heute keine Millionäre. Nein. Sollte man am Freitag den 13. Lottoschein kaufen? An einem Freitag der 13. wird gefälligst die Freitag der 13. Filme geguckt. Wenn und ohne Wenn und ohne Aber. Wollte ich auch noch gucken, wann der nächste ist, weil ich würde da obwohl. Muss ja auch noch gucken mit dem, ich möchte ja gerne das Freitag der 13. Spiel spielen. Also dieses, dieses Dingsbums-Spiel, das Rätselspiel. Ich guck's was nicht. Falsche Antwort. Ach, du kannst ja im Prinzip ankreuzen, was du willst. Naja. Aber wisst ihr, auf welche warte mal, du guckst sowas nicht, aber guckst die Evil Dead Filme? Also ich weiß, sie sind ein bisschen anders, aber so viel anders sind die auch nicht. Besonders, die spielen ja auch im selben Universum. Ja, ja. Oh, ich habe letztens doch mal was gesehen wegen Ash vs. Evil Dead. Ach nee, Entschuldigung. Wegen Freddy vs. Jason vs. Ash. Genau, das wollte ich sagen. Das habe ich ja schon mal erzählt, dass ja dieser Film erscheinen sollte und die sich ja da alle am Tisch gesetzt haben und dann darüber geredet hat. Und New Line hat ja dann gesagt, nee, die wollen nicht, dass Ash dann alle umbringt dort. Weil die das halt kacke finden. Und jedenfalls habe ich dann noch mehr gehört. Und zwar habe ich jetzt gelesen, dass Bruce Campbell wohl auch dort saß und... Ach nee, Entschuldigung, Bruce Campbell habe ich ja erzählt, dass dort Robert Englund wohl auch mit involviert war, weil der ja natürlich den Freddy spielt. Und Robert Englund hat gesagt, boah, das ist so eine geile Idee, die drei Franchises miteinander zu verbinden. Der findet die Idee richtig geil. Und er hat gesagt, dass er es bis heute noch nicht immer noch nicht versteht, warum die Nein gesagt haben. Ich hab den nur gut wegen der Serie. Ja, die Serie ist ja jetzt auch nicht viel anders, würde ich sagen. Aber die Serie ist echt geil. Ich muss immer noch die dritte Staffel gucken, ne? Also alle haben gesagt, ja geil, außer Warner. Die haben gesagt, nö. Und ich habe aber gesehen, es gibt Leute, die haben das Comic zu so einem, zu so einer kleinen Verfilmung gemacht. Aber ich sag's euch, ich würde immer noch scheiße gerne wirklich davon die Verfilmung sehen. Wenn man die Figuren alle jünger, also alle Schauspieler nochmal holt, guckt, ob man die jünger macht oder vielleicht sogar doch in der heutigen Zeit zu spielen lässt, so. Also das war echt, also es gibt nicht viele Filme, die ich mir im Leben wünsche, aber das ist einer. Nein! Von Anton. Krankenoutfit? Wieso kriege ich denn nur Outfits? Ich will kein Outfit haben. Wisst ihr, was ich haben will? Ich will Gegenstände haben. Ich muss auch noch die blöste Serie holen, Staffel 1 und 2. Was? Irgendwie zeigt er bei mir nicht. Moment. Müssen wir hier ein bisschen anpassen. Nein, immer noch nicht. Irgendwie hat er bei mir ein bisschen verschoben.
Okay. Ich muss nur noch die Blu-ray der Serie holen, Staffel 1 und 2, und hoffen, dass die dritte noch rauskommt. Also ich glaube es immer weniger. Ich habe letztens auch mit jemandem geschrieben, der meinte, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, weil es ja auch lange dauert, bis die zweite da ist und das ja noch nicht so lange her ist. Und dann denke ich mir so, ja, das sind jetzt schon ein paar Jahre. Oder ja, nicht Jahre, aber ja, doch, kann man eigentlich schon fast sagen, ne? Aber ich sag dir, Staffel 1 und 2 zu kaufen ist echt ein Krampf. Ist ein richtiger Krampf. Was? Ja, siehst du, man kann nicht alles haben, so. Reicht. So, ein dicker Fisch da oben, den will ich haben. Einfach aus dem Prinzip. Jedenfalls das Comic, das, was es da gibt, das würde ich mir auf jeden Fall noch gerne holen wollen. Nur ich glaube, das gibt es nicht auf Deutsch. Da muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie auf andere Art hole. Aber das soll so ein guter Abschluss der ganzen aller Reihen sein. Deswegen schaue ich mal, ob man da irgendwas drehen kann. So. Boah, ich habe immer noch so viel Platz in der Tasche. Ich habe auch keinen Bock, hier die ganze Zeit jetzt Fische zu fangen. Das ist immer so langweilig. Wieder eine Krabbe. Kriege ich irgendwie öfter, als man denkt. So. Ich glaube, das eine ist ein Barsch und das andere ist ein Stör. Ich will lieber den größeren haben. Einfach aus Prinzip. Heute ist Tag des Prinzips. Es ist ein Stör. Habe ich euch gesagt und ihr habt mir nicht geglaubt. Der kommt auch aus Prinzip einfach mit. So, dann gucke ich da unten, ob da noch irgendwas rumgeistert. Nö. Dich nehme ich mit. Und dann haben wir die Taschen voll und dann können wir eigentlich schon wieder weiterarbeiten. Aha! So, ab nach Hause. Nein, ich möchte zurück. Ja. Ja. Ah. Oh, mein Handy ist vollgeladen. Schön. Ich muss jetzt noch gucken, was ich mit den Majora's Mask Videos mache, aber ich glaube, ich schneide die zu Parts. So wieder wie vorher. Aber. Oh, das wird so enttäuschend sein für die Leute, die sich das angucken wollen. Das wird eine riesen Enttäuschung sein. Aber was willst du machen, ne?
Was willst du machen? Nix machst du da. Was? Ich hab was vergessen. Schon wieder. Jedes Mal vergesse ich es. Aha! Ein Flopoid tauschen. Goldgräber? Was? Ihr habt da keine Ahnung von. Ist nicht so mein Themenbereich. Ist alles. Also die Insel gerade fand ich echt traurig. Sag ich jetzt so. Weil es auch so ist. Sie war traurig. Traurig und einsam. Aber so ist das manchmal. Ach so, wegen auf Englisch, ne? Also, denken du Ferkel, also das ist. Ist das nicht schon offensichtlich? Nein. Obwohl bei manchen hier. Ich finde das manchmal echt interessant, was hier generell für Gespräche angeklungen werden. Es ist schon sehr interessant. So, was bist du für einer? Ich glaube, dich haben wir bestimmt schon, ne? Den haben wir auch noch nicht. Weil der ist schon irgendwie putzig. Ich denke nie zweideutig. Okay. Aber wir können auch über, weiß ich nicht, was reden. Gibt's nicht irgendwie was Interessantes heute? So. Ich habe jetzt einen gelesen, der hat gefragt, warum sein Stream immer wieder stumm ist und die Leute nicht seinen Ton hören können. Da denke ich mir so. Also, ich glaube nicht, dass das an Twitch liegt. Ich glaube, entweder liegt das an dir, weil du da irgendwelche Probleme machst. Oder es liegt daran, dass du da Musik reinpackst, die nicht lizenziert ist. Apropos, mir wurden wieder 5 Minuten aus Videos rausgeschnitten. Das wird sehr geil. Aber ich habe ja jetzt separate Ton aufgenommen, nur der ist leider sehr, sehr leise. Ich muss mal gucken, ob ich bei Audacity oder wie das ausgesprochen wird, ob ich da mal irgendwie irgendeine Möglichkeit finde, dass man das da ein bisschen anpassen kann. Dass es ein bisschen besser funktioniert. Was macht Liliane da unten am Strand? Ist ja gruselig. So. Noch die 3 und dann haben wir es auch. Tara. Schön.
Der Witz war jetzt aber ein bisschen komisch. Um es nett zu sagen. Ich finde auch geil, dass gesagt wird, oh, der erste Schnee ist da. Und ich laufe hier rum und denke mir so, wo? Bin immer gespannt, wie die kleine Stadt da oben aussieht, wenn es schneit. Das könnte interessant aussehen. Habe ich das jetzt erwischt? Ja. So. Als erstes nehme ich mir hier die Blumen mit. Der Comedy-Meister, das ist ein Name. Kaputt. In Real Life stand es schon bei mir und ich hasse es. Ja? Okay, krass. Aber uns schneit es noch nicht. Es soll die Tage jetzt schneien, aber... Naja, ich freue mich auf den Schnee. Ich mag Schnee. In gewissen Maßen. So. Und das sind wieder rote Rosen, ne? Warte mal, oder brauchte ich rote Rosen? Nee, ich brauchte doch pinke, oder nicht? Also ich gucke nochmal nach. Bestimmt muss ich die doch über Kreuz dahin packen und nicht nebeneinander. Aber bis jetzt ist ja noch gar keine erschienen. Das ist jetzt schon unsere vierte sogar. Also vierte rote Rose. Gucken wir mal nach. Nee, wir brauchen eine lila, ne? Und die Wahrscheinlichkeit liegt bei 50%. Komisch. Aber andere packen die auch über Kreuz irgendwo hin. Hm. Jetzt sollte ich die doch über Kreuz packen. Ich pack die mal über Kreuz hin, vielleicht hilft das doch. Warte mal, was ist überhaupt jetzt mit dieser Blume los? Kann ich die noch für irgendwas verwerten? Weil manchmal ist es so, dass die Blume, die rauskommt... Nee, die müsste auch noch funktionieren, okay. Bei Fußballer und Schuss zinken. Omi wollte einfach nur noch heim. Omi mag den Schnee aber. Ja, guck mal, das ist doch schon mal etwas. Vielleicht mal beides. Ja, ich probiere jetzt erstmal das andere und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Vielleicht hilft das ja. Und ich finde toll, dass der Stein übrigens gespawnt ist, wenn ich das noch nicht erwähnt habe. Aber ich brauche nicht generell pinke Rosen, weil da oben ist ja auch eine. Ich brauche wirklich pinke Rosen, die aus diesen Rosen entstehen. Also, falls ihr euch jetzt wundert. Okay. Warte mal, ich nehme jetzt erstmal die meisten hier weg. Ich habe jetzt die Weintrauben gegessen, die ich eigentlich nur naschen wollte. Naschen, essen, ist doch alles dasselbe. So, einen Apfel essen bitte. So.
Die Weintrauben, ich kann es verstehen. Also zwischendurch esse ich auch gern welche, aber ich weiß, ich finde die, also oft schmecken mir die gar nicht. Kommt aber halt auch immer drauf an. So, ich glaube, am besten machen wir das genauso wie hier links. Dann machen wir hier... Boah, das können wir eigentlich auch so lassen, ne? Also die schwarze Blume da vorne können wir so lassen. So. Lilane Blume meine ich. Müsste ich nur gleich gucken, ob ich noch da einige für finde. So. Weil dann brauchen wir hier eigentlich mehr rote als andere. Musst du wohl auch Fisch essen. Fisch. Hering. So. Was haben wir denn hier unten alles? Also, wir brauchen auf jeden Fall lilane. Und rote. Ja, das, wie, du hast kein Fisch da? Also wie ist Fisch in der Dose, hat man doch zu Hause. Habe ich auch ganz viel noch. Müsste ich auch die Tage mal essen. Nein, den brauche ich nicht. Den mag ich nicht. Nichts davon? Okay. Also bei mir kommt es immer darauf an, ob da eine Soße bei ist oder ob der so ist und was das für ein Fisch ist und bla. Also es hat immer total viele. Es ist immer total unterschiedlich. Mit denen aus der Dose. Ja, es gibt verschiedene aus der Dose, ne? Kommt immer darauf an, welchen. Ich habe keinen Fisch da, aber ich esse auch keinen. Bah, sage ich dazu. Bah. Ja, in der Zeit habe ich auch gar keinen Fisch gegessen, als ich halt sehr stark vegetarisch gegessen habe. Aber jetzt, also Fisch ist so eine Sache, der esse ich schon zwischendurch gerne was führen. So, ich bin echt gespannt, ob das jetzt was bringt, wenn wir das so machen. Ich brauche genau 3 Stück noch und genau hier haben wir 3 Stück. Ja, ist ja passend. Genau ausgereicht. Schön. So, und die gießen wir jetzt alle nochmal. Ich habe mir letztens halt einiges an Dosenfisch gekauft. Und Muscheln habe ich mir auch aus der Dose noch gekauft. Muss auch sagen, ich glaube, ich habe Muscheln noch nie anders. Doch, ich habe auch mal Muscheln so gegessen. So Meeresfrüchte mäßig. So habe ich die auch mal gegessen, aber... So mit Krabben und sowas. Ich hab nie Muscheln gegessen. Ist eigentlich ganz lecker. Muss man nur halt immer gucken. Also kommt immer drauf an. Aber ich sag mal, ich glaube, wenn... Also ich esse die, wenn dann auch eingelegt in Dose. Meist auch mit so einer Tomatensauce. Aber ich glaube, wenn du so Fisch schon nicht magst, dann glaube ich, dass du das auch nicht dann gerne essen würdest. Obwohl ich da auch immer finde, das schmeckt immer anders, ne?
Also es gibt zum Beispiel, also es gibt so Fisch einfach so. Im Ganzen gibt es ja welchen, so Sprotten oder so Sardinen oder sowas. Da gibt es ja noch, was gibt es denn noch? So einfach nur so Stücke Fisch. Dann gibt es ja Bällchen, gibt es ja auch noch. Also das, oder nicht Bällchen, aber so, dass das schon so verarbeitet ist, dass es nur das Fleisch so ist. Ist ja immer unterschiedlich, ne? Da nur mit Öl, nur mit anderen Sachen so. Schnecken habe ich mal versucht, das fand ich widerlich. So stelle ich mir auch Muscheln vor. Muscheln hatten wir letztes Jahr zu Silvester hier. Und ich weiß nicht, früher hätte ich das probiert. Heute wird mir sowas von sowas eklig. Also besonders, ich glaube, ich würde, wenn irgendwie das so drin verarbeitet ist, ich glaube, dann würde ich es essen. Aber ich will keine Schnecke aus dem Haus essen. Ich fand das so eklig. Ich habe das früher überhaupt nicht verstanden, wie man sowas eklig finden kann. Heute kann ich... Nee. Ich mir mal so gedacht habe, ja, so ist halt Essen, aber heute nee. Ich könnte auch, glaube ich, nie so Hummer oder sowas essen, wenn ich das im Ganzen sehe. Nee. Bah. Einfach schlecht von werden. Deswegen, ich esse eigentlich gerne so Krabben und so. Und, ne, sowas. So Krabbenfleisch esse ich gern. Aber ich, Moment. Aber ich, so größer die Dinger sind, desto weniger esse ich die gern. Also ich würde es mal so probieren, aber ich würde da, glaube ich, nie so Hummer aus, so Hummer, so einen ganzen auf dem Teller gerne haben. Ich meine, ich hätte mal sowas gegessen. Irgendwas in der Richtung. Ich meine, mir wurde davon schlecht. Ich weiß ja nicht, ob das Hummer war oder ob das... Irgendwas war das. Irgendwas Größeres auf jeden Fall. War auch nicht Garnele, das war irgendwas Größeres. Ja, Garnelen habe ich auch schon öfters gegessen. Aber Garnelen ist halt wirklich... Also Garnelen ist wirklich bei mir schon sehr stark an der Grenze. Wenn, also eigentlich ist das schon eine Überschreitung. Also das ist mir schon zu groß. Was ich damals mal war, das war bei uns auf einer Klassenfahrt. Da waren wir an der... Da waren wir an bei Borkum waren wir, glaube ich, genau. Und dort waren wir auf einem Krabbenkutter und dann konnte man Krabben poolen. Das war ganz cool. Scampi. Ich weiß nicht. Weiß ich wirklich nicht. Vielleicht war es ja auch Hummer. Kann auch sein. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht mehr. Das ist auch schon Jahre her, als ich das probiert habe. Da hatte mein Vater das und dann hat er gesagt, ey, willst du mal probieren? Ist ja klar und... Die habe ich doch schon, ne? Ja. Ach, den habe ich die Angel auswerfen gehört. Ich hätte jetzt aber schon irgendwie Bock auf sowas. Alles klar, Lukas. Es gibt ja gleich Fisch, also. Ich bin halt nur immer noch am Überlegen, was ich dazu gucken soll. Oh, Samstag haben wir heute, ne? Boah, ich freue mich auf den 1. Dezember. Da kommt auf Disney Plus The Last Duel. Und den will ich unbedingt gucken. Der soll richtig gut sein. Ist ja von Ridley Scott. Und ich habe dazu noch gar nichts gesehen. Ich weiß nur, dass Ridley Scott Ding gemacht hat und dass Adam Driver mitspielt. Und ich glaube, ungefähr die Thematik weiß ich. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich glaube, das ist so Film-Mittelalter-mäßig. Oder war es doch Samurai? Nee, ich glaube Mittelalter-mäßig. Aber irgendwie sowas in der Richtung. Irgendwas mit Schwertkampf. Mehr weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und solche Filme finde ich halt immer faszinierend. Boah, und gestern im Film, den ich geguckt habe, ne? Den, Ready or Not hieß der ja, glaube ich, ne? Der war. Ich weiß nicht, ich dachte, das war so Horror-Comedy und ich habe mich voll drauf gefreut, weil
Weiß ich nicht, aber der hat immer irgendwelche, so diese Untergenres angefangen und nicht zu Ende gebracht. Und ich dachte mir jedes Mal so, warum? Also zum Beispiel, irgendwann hat die so eine Knarre in der Hand und ist total so ausgerüstet. Oder funktioniert die nicht? Und ich dachte mir so vorher so, ja, boah, jetzt kommt so ein richtiger Bruce Campbell-Moment und so richtig Evil Dead-mäßig und so. Und jetzt wendet sich so alles und das hätte so gut in den Film reingepasst. Aber weil das nicht funktioniert hat, man hat einfach komplett diese Idee aufgegeben und hat wieder was Neues gemacht. Und ich bin so denk, ach, ich habe mich so gefreut. Und da kam wieder irgendwie so eine Idee und dann haben die, also dass dann wirklich Horror zum Beispiel, reiner Horror, so dieses Erschrecken kam und dann war das wieder weg. Oh, jetzt hast du noch hier. Hast du ein Bild für mich? Ich könnte jetzt ein Lied singen, aber ich tue es nicht. Oh, lade so und so viele Leute in deinem Haus an. Nee, ich krieg das. Sonst hab ich den ja gar nicht eingeladen. Hallo, mein Guter. Was sagst du zu dem Bild von Flora? Gar nichts. Ich hab dir das Wissen gebracht, eine Krawatten-Schuluniform. Oh. Wie edel, danke Hasso. Sehr gern, dann spielen wir was. Höher oder niedriger? Nein, danke, ich weiß die Regeln. Ein Ballonhut. So, niedriger, sag ich. Ich mag das Spiel viel lieber. Weil das nicht so ein blödes Ratespiel. Also es ist ein Ratespiel, aber es ist trotzdem Das Oberteil ist ganz schick. Wichtige Lektion, dass er aus dem Nichts auftaucht. Auch schön. Okay, warte mal. Dann packen wir mal ein paar Sachen. Also eigentlich nur die zwei Sachen. Ich finde auch schön, dass er sich einfach hier auf den kalten Boden setzt und anfängt, sein Buch zu lesen. Ja, was geht überhaupt sein Buch? Über den KK. Guckt euch mal die Pfötchen an, ist ja voll süß. Oh, was ist das denn? Ja, eine Gitarre. Oh, nochmal eine Gitarre, genau dasselbe Bild. Ich bin so überrascht. Das war wirklich ganz nett bei dir, aber ich muss mal heim, miau. Mach's gut. Tschüss. Okay, Kroketten wären geil. Kroketten könnte ich auch mal wieder essen. Oh. So, dann gehe ich einmal kurz zum Rathaus, würde ich sagen. Regeln wir da kurz unsere Angelegenheiten. Mal mit euch rede ich später. So. Ja, ich habe noch Kartoffeltaschen, aber die wollte ich gerne, wenn irgendwie mal Not am Mann ist, aufbewahren. Schön. So, wann haben wir hier heute? Nukmalen einlösen. Was gibt's Neues? Ich habe das Gefühl, es gibt immer noch mehr Zäune, die mir noch fehlen. Ich weiß auch nicht, welche. Ich muss auch generell hier mal schauen. Ob ich mal hier noch ein paar Sachen finde, die mal... Zum Beispiel könnte das hier vielleicht noch irgendwie interessant sein. So Buchsbaum-Sachen. Naja. Shopping. Kleinstwagen. Oh, mir fehlt 1000.
in Rosé. Und man kann sogar reingucken. Echt cool. Ja, cool. Dann haben wir auf jeden Fall was. Damit ich beim letzten Einkauf welche geholt zu haben, musste dann feststellen, dass ich doch keine gekauft hatte. Oh, das passiert mir auch öfter. Ich denke, ich hätte irgendwas gekauft, dann war es doch nicht. Total traurig.